zieh. Los jetzt. Wirbel für Wirbel. Wir machen jetzt eine lange Runde Bauch. Ihr nehmt euch die Pause und ihr Pause. Achtmal noch. Wirbel für Wirbel hoch. Noch hier. Jetzt nehmen wir das rechte Bein hoch und greifen mit der diagonalen Hand. Linke Hand, so von außen. Ziehen wir weit von der Seite in Richtung Knöchel oder Unterschenkel. Und rollen uns dabei ein und versuchen beide Schulterblätter hochzuziehen. Das sind die diagonalen Bauchmuskeln. Das Bein bleibt jetzt oben, aber wir wechseln den Arm und ziehen uns mit der rechten Hand außen an den rechten Knöchel, an den rechten Unterschenkel und ziehen uns sozusagen da seitlich wie eine Ziehharmonika zusammen und machen das achtmal noch. Und viermal noch. So, jetzt lassen wir den Arm weg von das Bein, linkes Bein, der rechte Arm zieht diagonal zum linken Knöchel. Wir rollen uns ein. Idealerweise kommen beide Schulterblätter hoch, macht euch hoch. Wir gehen ein bisschen schneller hoch und ein bisschen langsamer tief und wir schaffen das achtmal noch. Und wenn ihr merkt, es geht nicht mehr gut, ihr könnt die Schulterblätter nicht mehr hochziehen, lasst so 4 bis 8 da oben aus und steigt es wieder ein. Jetzt kommt der linke Arm und zieht aus und dann den linken Knöchel. Zieht so euer Bein weit nach vor, beugt es ruhig ein bisschen stärker. Ihr wollt nicht, dass die Ferse zu weit hinter den Hintern sind, weil dann wird es schwer mit der Rückenstabilisation. Achtmal noch. Und viermal noch. So Leute, wenn es jetzt sehr schwer ist, streckt die Beine runter. Und wenn es gut geht, streckt die Beine aus. Das geht mit den Füßen am Boden genauso wie mit den Füßen in der Luft. Und wir halten durch und wir versuchen das noch 16 Mal. Die letzten. Füße zusammengedrückt. Das ist die Bonusrunde. Noch 8. Noch 4. Und stopp. Kurz ausstrecken. Super. So, jetzt setzen wir uns auf und jetzt nehmen wir diese Matte. Und während diese Matte Naturhaus Viertel oder auch so ein bisschen rollt. So genau muss das gar nicht sein. Also wenn es sich jetzt so rollt, nehme ich das einfach so. Weil ich bin nur meine Knie weg. Okay? So. Weil jetzt haben wir noch Brust. Und hintere Oberarme kommen gleich auch noch ein bisschen dran. Okay, so. So greifen wir. Und jetzt gehen wir hier tief und hoch. Und je näher eure Hände jetzt bei euch sind, desto leichter ist. So ist leichter und so ist schwer. Achtmal noch. Und viermal noch. Und zweimal noch. Gut und stopp. Jetzt greifen wir mit einer Hand nach vor. Hände waschen können wir uns dann nachher. So, und jetzt gehen wir hier tief. So, dass wir auf jeden Fall, bitte nicht am Boden anstoßen, der ist ganz hart, aber so, dass wir mit der Stirn ein bisschen unter den Step gehen lassen. Achtung, eure Hände wollen beim Hals oder bei den Schultern sein und nicht beim Kopf. Das heißt, euer Kopf, der möchte ein bisschen vor den Händen runtergehen. Und wenn das nicht mehr geht, wandert es mit euren Händen näher zu euren Knien. Zweimal noch.
und stopp. Super, so. Einmal noch. Okay. Wir sind im Handspot-Stretching, machen wir dann mal die Klasse fast und im Stehen. Die Voratmen und los geht's. Die Runde. Und wieder denken uns. Am besten denken sich an die Linie zwischen den Händen. Und die Stimme, die geht über vor dieser Linie drüber gehen. Acht mal noch runter. Acht, sieben, noch vier, noch zwei. Und stopp. Super, Leute. So. Dann kommen wir mal so hoch, machen wir uns rund. Dann ziehen wir weit hoch und zurück. Weit zur Seite runter. Verschränken, Brustkorb hoch, Arme hoch. Dann steigert ihr gleich mit dem vorderen Bein ganz nach vor. Mit der Matte können wir hinten also zurückrutschen. Wir dehnen hier die Hüftbeuger. Sind quasi schon beim Stretching. Stunde strecken wir uns von den Geräten. Diese Steps, auch wenn die ein bisschen so beim Einrichten und beim Einrasten vielleicht ein bisschen mühsam erscheinen, die sind die Steps, mit denen jahrzehntelang viel trainiert wurde, die sind eigentlich super, die gibt es praktisch kaum noch wo. Obwohl in den USA jetzt unter Hip-Hop-Step-Aerobic mit nur dem unteren Teil Step-Aerobic gemacht wird, von dem ahnen wir gar nichts. Da spüren wir das gut. So, jetzt wechseln wir die Seite. So, diese Steps, die sind zwar alt, aber die sind super. Steigen wir hier wieder vor. Und ich finde, dieser Boden ist hier sehr hart. Deswegen war ich heute ein bisschen wackelig unterwegs, weil ich habe meine super gedämpften Schuhe da jetzt mit. Aber natürlich, wenn wir hier ein bisschen mit den Steps arbeiten, ist das Ganze gleich entschärft. Aber solltet ihr das Gefühl haben, der Boden ist hart, gestützt die Füße, also das ist sicher ein Boden für eher gut gedämpfte Schuhe. Merkt aber jetzt auch nicht so furchtbar, wir springen ja dann nicht stundenlang herum. Strecken das vordere Bein aus. Ja, die Handlung wollte ich jetzt heute ein bisschen drüber gehen, weil die Herrschaften so lange gebraucht haben mit ihren Matten, bis sie dann aus Furcht vor uns auch noch eingeschlossen haben. Und mich da ohne Schlüssel zurückgelassen haben. Aber wenn dann die Dame wieder gesund ist und hier, dann werde ich auch das noch klären. Bis jetzt ist man, ich kenne den Trainer eh von das aber jetzt nicht vorher, aber den habe ich schon öfters gesehen. Es wird mir noch gelingen, dass wir da. Genau, das werden wir das nächste Mal auch messen. So, wir werden jetzt aufstehen. Und im Aufstehen, oder wenn wir dann aufstehen, nehmen wir jetzt den Step mit Achtung, der ist jetzt rutschig. Also auf den kann man sich nicht festhalten, aber man kann natürlich auch zum Beispiel auf der Matte stützen. Und dann werden wir im Stehen heute den vorderen Oberschenkel geben. Die Gruppe nach uns, ich weiß nicht, ob die heute kommt, aber es ist auf jeden Fall um 19 Uhr jemand hier eingemietet. Deswegen schaue ich jetzt, dass wir auch rechtzeitig bedienen. Aufhören mit der Ferse nach hinten schieben. Das mit dem Hüften hat heute besser funktioniert, weil ich gleich aufgemacht habe und heute ist er draußen kühler. Und wenn die Dame dann da ist, wie gesagt, die haben jetzt wieder von unterbesetzt und die ist krank. Deswegen ist da jetzt alles ein bisschen auf Eis gelegt. So, dann wechseln wir auf die zweite Seite. Die Ringbänder, die werde ich jetzt einmal da riskieren zu lagern in einer Tasche. Und mit denen können wir auf jeden Fall viel machen und dann sparen wir uns auch die Übungen am Boden, die jetzt für 60 Minuten mehr ein bisschen viel Zeit kosten. Ohne Fußmanschetten uns eh nicht viel bringen. Und heute haben wir einfach mal ausprobiert und wirklich wenig am Boden. So, jetzt machen wir hier noch das da hier. Bitte vielleicht wirklich jetzt den Step auf die Matte stellen und dann den Rücken strecken. Und ich bin, wie gesagt, heute zu warten auf meinen Schaumschuhen.
das Knie herunterdrücken, Rücken strecken, nach hinten setzen. Das müssen wir dann hier aufnehmen, weil ich komme sonst auch noch. Aber dann haben wir es eh. Immer den Oberschenkel, aber mit den Ausfallschritten super mittrainieren, das passt. Wechseln wir hier noch auf die zweite Seite. Und wieder Knie runter, Rücken strecken und nach hinten setzen. Und dann kommen wir hoch und wichtig noch Wagen gehen. Und das machen wir noch nach hinten steigen, Ferse in den Boden drücken. Ja, ihr wisst, wie die Steps waren. Das war jetzt eh, hat eh ganz gut funktioniert. Die waren jetzt auch nicht irgendwie ganz im Staub schon. Das können wir gut machen. Die möchte ich also oft verwenden, aber verschiedene Dinge damit machen. Wechseln wir die Seite. Heute haben wir mal so ein bisschen Basic ausprobiert. Und dann schneiden wir zusammen. Dann ziehen wir hier über die Seite. Ja, natürlich am Step stehen kann man das auch machen. Das werden wir alles noch testen. Ihr könnt es auch an der Stiege dann die Wade noch nachdehnen. Liebe Leute, einmal noch hoch und auslockern. Vielen Dank fürs Mitmachen.